willkommen. Sei begrüßt, Omare Tassat. Diese Worte fließen nun hinüber in dich hinein, göttlicher Mensch, im Leuchten. Goldenen Schein mit all den Strahlen der Aufmerksamkeit, welche wir heute aus den Ebenen der Wirklichkeit für dich bereithalten, sagen willkommen, begrüßen dich. Brian mit dem Helferteam, mit deinem hohen Selbst heute vereint, um dir deinen Ausgleich, deine Ausgeglichenheit, auch Neutralität, dich wieder führen, tief, tief hinein, damit all die Stürme in deinem Leben, in deinem Herzen, deinem Unbewusstsein, damit sie verebben, beginnen sich sanft widerlegen, damit du in all der Klarheit, der Reinheit, die Wahrnehmung deiner Seele, deinem hohen Selbst, dies wieder spürst. Und so beginne in deinem Gespür, deine Herzenstüren nun öffnen, atme in dich hinein. Ana, kosmisches Licht, auch aus den Ebenen der Engel im leuchtenden Schein, damit dein Verstand all die Erwartung, all die Vorstellung sich nun auflöst. Die Ausgeglichenheit, all die Entspanntheit für deine nächsten Schritte, welche du gehst und gemeinsam im Kollektive vereint. Denn wir sehen auch das Gruppenbewusstsein mit jedem göttlichen Menschen in all der Individualität möchte Ausgeglichenheit wieder erlangen. Denn dein Göttlichsein ist die Balance zwischen Freude und Trauer. All dieses Unausgeglichensein trennt dich ab von deinem wahren lichten Schein, deiner wahren Ursprungsfrequenz. Tief. Dir hinein. Atme, damit die Gegenwart der Engel
im kupferfarbenen, goldenen Schein sich nun vermählt, in dich strömt, in deine Lichtkörper, deine Chakren sanft hinein, sich verbindet im Lichtfeld mit Lady Gaia vereint, damit dein Auferstehen, die Wiederannahme deiner Göttlichkeit in all dem Gleichgewicht, all der Ausgeglichenheit, mit der höchsten Wahrheit deiner Seele sich vollzieht. Om Tat Sat, Meisterin, Meister, welcher du bist. Und so ist die Möglichkeit, dass du einen leichten Druck verspüren kannst in deinen Ohren, deinem Kopfbereich, indem du dich in unsere Hände hineinbegibst, mit deinem Erdenkörper sanft in Schwingung dich begibst, spürst, wie deine Lichtkristalle sich formieren, sich ordnen, Behaglichkeit und Wohlgefühl in dich einstrahlt, in dir aufsteigt, über deine geöffneten Lippen strömt all die Bedrückung, all die Unausgewogenheit, all die Hetze und Unrast in deinen Kammern sanft in die liebenden Hände. Jetzt hinein, aus deinem Halszentrum fließt all der Druck, die vielen unausgesprochenen Worte in diesem Leben, welche du hinuntergeschluckt, in dir vergraben hast. All dieser Ballast, dieses Vergessene, welches deinen Mut, dein göttliches Vertrauen hat versiegen lassen, werden wir heute in all der Geborgenheit, all der Obhut, all der Sanftheit aus dir spülen, damit all die Durchlässigkeit all dein ausgeglichen Sein, deine Balance mit deinen Lichtebenen, deinem Verstandesbewusstsein sich wieder vereint, göttlicher Mensch, wir Krayan sind bei dir,
sind bei euch mit all der Aufmerksamkeit. All der Güte, der Reinheit, welche über das Medium und dich selbst schon so weit wieder vorbereitet, wieder geöffnet, in dich hineinströmt. Lass geschehen und beginne, die vielen Fragen nach hinten anstellen, damit die Kraft des Himmels, Gott Vater, Gott Mutter, dem Sohne und dem Lichte der Engel, deiner Ahnen und all den Menschen und Wesen, damit zu deiner höchsten Unterstützung alles wird und ist wirksam für dich bereit. Und so sagen wir mit den Worten: Kodo Isch, Kodo Isch. Kodo Isch Adonai Tsebaiot, unser Ananascha, unseren Dank jetzt und heute, so ist es, so ham, Om Tat Sat, der neuen Zeit.